Auf der Suche nach den innovativsten Ausstellern sind wir heute zu Gast bei Kurz Erser und ich habe mich verabredet mit Stefan Gesuato. Hallo. Herzlich willkommen, Herr Marschall. Dankeschön. Neben Ihnen steht ein Gerät, das man so bei Kurz Erser noch nicht kannte, nämlich ein 3D-Drucker, auch noch ein metallischer. Was hat das auf einer Karte zu suchen? Wir haben den Drucker dabei, weil auf so einer Messe im Kunststoffsektor natürlich jede Menge Spritzgusswerkzeughersteller auch unterwegs sind. Aha. Mit solchen Druckern kann man Spritzgusswerkzeugsektionen natürlich bedienen, aber auch für den eigenen Bereich, für die Schäummaschinen, kann man hier Werkzeuge oder Werkzeugsegmente drucken, die prozesstechnische Verbesserungen dann nach sich ziehen. Man kann beispielsweise Kühlkanäle direkt in so ein Schäumwerkzeug mit einarbeiten, was vorher nicht möglich war. Und das hat tatsächlich technologische Vorteile dann für den Schäumprozess. Sehr faszinierend. Ein wunderbares Gerät, das Sie nicht nur für sich selbst einsetzen, sondern auch für den Markt. Ist das so schon serienreif? Ja, das ist ein Produkt, das wir seit etwa 1,5 Jahren im Programm haben. Und wir sind ganz erfolgreich damit unterwegs. Sehen Sie, wir müssen uns häufiger sehen, dann bekomme ich sowas auch mit. Wunderbar. Aber Sie haben auch Partikelschaumproduktionsmaschinen mitgebracht, oder? Selbstverständlich. Lassen Sie uns die mal anschauen. Sehr gut. Auf dieser neuen Maschine steht Thermofoamer. Was hat es damit auf sich? Das ist eine Anlage, mit welcher man die Eigenschaften vom Partikelschaum mit denen einer spritzgussähnlichen Oberfläche verbinden kann. Hiermit ist es möglich, sehr leichte Bauteile herzustellen, die aber doch an der Oberfläche eine Anmutung eines Spritzgussbauteils nach sich ziehen. Verstehe. Gleichzeitig kann man damit Eigenschaften herstellen, die es beim Partikelschaum üblicherweise nicht gibt. UV-Beständigkeit, was ja an einer Automobiloberfläche absolut erforderlich ist und mit dem Partikelschaum alleine gar nicht machbar wäre. Okay, wie sieht es aus, wenn es um das Recycling geht? Denn am Ende eines Lebenszykluses eines Autos sollte es ja möglichst vollständig recycelt werden können. Geht das hiermit? Das ist genau eine der Eigenschaften, die wir hier erfüllen können. Wir verwenden sowohl für die leichte Schicht als auch für die Spritzgussoberfläche das gleiche Rohmaterial, in dem Fall Polypropylen. Sehr faszinierend. Und ist das bereits kaufbar? Können Sie das liefern oder ist das ein Prototyp? Das ist jetzt kaufbar. Wir haben die Entwicklung fertiggestellt und sind damit lieferfähig. Sehr faszinierend. Und was ist denn Ihr Messestand-Highlight auf dieser CAR 2022? Ja, wir haben natürlich unseren Star dabei, das ist die Waveline. Die steht hier drüben und mein Kollege Uwe Rothaug wird sie Ihnen gleich näher bringen. Ja, dann gehe ich dorthin. Herr Gesuato, vielen Dank. Tschüss. Danke Ihnen. Hallo Herr Rothaug, schön Sie zu sehen. Guten Tag, hallo Herr Marschall. Was ist eigentlich die meistgestellte Frage hier auf Ihrem Messestand? Ja, die meistgestellte Frage ist die Frage nach der Nachhaltigkeit, nach der Sustainability im Englischen. Das ist das entscheidende Thema und danach gibt es natürlich Facetten daraus, wie biologisch abbaubar, Recyclingtechnologie, Circular Economy, das sind so die meistgestellten Fragen. Jetzt haben Sie ja in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich Partikelschaumprodukte hergestellt. Jetzt haben Sie eine neue Technologie mit der Waveline. Wo genau ist der Unterschied und wie können Sie damit auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen? Ja, der Unterschied ist, wir brauchen 90% weniger Energie. Das ist in der heutigen Zeit natürlich auch ein Kostenaspekt, aber auch ein anderer Aspekt natürlich mit nachhaltiger Energie. Dann haben wir 70% CO2-Einsparung, was wirklich ein gewaltiger Schritt ist, der auch viele Preise hier auch gewonnen hat mit dieser Technologie. Und das Dritte ist Wassereinsparung. Auch Wassereinsparung wird in Deutschland, haben wir ja dieses Jahr gelernt, ist ein Riesenthema geworden und wird auch in der Zukunft sein. Man spart hier zum Beispiel mit einer Maschine so viel wie mit 6.000 Haushalten. Wahnsinn. Und welche Materialien können Sie hier verarbeiten? Ich denke, auch das ist ein Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, oder? Der Beitrag zum Klima- und Umweltschutz ist die Verarbeitung von toten Materialien. Das heißt, die normalerweise enthalten viele Partikelschaume Treibgase, die sie expandieren lassen. Das brauchen wir hier bei dieser Technologie nicht. Wir können also mechanisch recyceln, wir können recycelte Materialien viel einfacher verarbeiten als mit der konventionellen Technologie. Faszinierend. Uwe Rothaug, vielen Dank für diese Einblicke und ich würde mir ganz gerne diese neue Maschine mit Ihnen gemeinsam noch anschauen. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.